Ey, dafür habe ich echt eine ganze mehrere Folgen gebraucht oder sowas. Ist ja zum Kotzen, ist das. Zum Glück haben wir es wenigstens geschafft. Tor Anderson. Ja, ich habe leider Odin verpasst. Ich habe ihn zwar gesehen, aber ich bin irgendwie nicht hingekommen, ihn zu lesen. Tor Anderson, der Gott des Donners. Der alte Säufer mit dem Zorn und dem Hammer. Erleben Sie das Zeitalter von Mord und Sturm. Diese von Barry Wheeler entdeckte frische neue Stimme aus einer vergangenen Ära schlägt neue und innovative Lösungen für alte Probleme vor. Wagen Sie es nicht, den Buchladen ohne das Bestseller-Selbsthilfebuch Für mich sind alle Nägel zu verlassen. Für mich sind alle Nägel zu verlassen. Vorwort von Barry Wheeler. Sind das jetzt alles nur fiktive Charaktere? Wahrscheinlich. In Wirklichkeit befinden wir uns irgendwo in einem Krankenhaus, liegen im Kuma. Im Kurkuma am besten. Dann haben wir wenigstens noch ein bisschen Würze. Eine Karre. Praktisch. Was haben wir da? Noch eine Munition. Jetzt kriege ich die Munitionskiste nicht. Was ist das denn? Achso. Okay. Aber ganz ehrlich, mit einer Munitionskiste sind wir... Du musst diese Tür öffnen, bevor du ins Lagerhaus kannst. So geht es voran. Wenn ich das erfinde, warum ist es so kompliziert? Weil du ein komplizierter Mann bist und niemand halt versteht dich. Aber ich rede! Barry. Gut, dass wir jetzt ein Auto haben. Das gibt mir Zuversicht. Fuck! Und wo kommen diese scheiß Monster Trucks? Warum bin ich denn ausgestiegen zum Teufel nochmal? Wow, wow, wow. Fahren. Fahren, L. Mr. Wake. Komm, wir fahren dem hinterher. Wow, 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 wow. Ja, das ist verrückt, tatsächlich. Jetzt habe ich, glaube ich, meine Karre zu Schrott gefahren. Oh nein. So, weg, Monster. Da ist noch eine Karre. Das war knapp. Verdammt, der hat mich voll festgekarrt. So, weg. Aua. Haha, doch sie wussten nicht, dass ich eine Rolle der Verzweiflung besitze. Diese Rolle wird mir keiner nehmen. Na komm. Komm. Aua, verdammt. Was? Mit einer großen Explosion sind... Ja. Was soll ich sagen? Das ist der Kampf gegen das Innere Selbst, oder was? Sozusagen. Du musst diese Tür öffnen, bevor du ins Lagerhaus kannst. So geht es voran. Ja, tut mir leid. Warum ist das so kompliziert? Warum ist das so kompliziert? Das ist eine gute Frage. Weil du ein komplizierter Mann bist und niemand versteht dich. Aber ich rede! Barry.
verdammt nochmal. Das ist ein Stockcar-Rennen. Oh nein, nein. Verflucht mich nochmal. Wenn das nicht immer alles so kompliziert wäre zum Steuern. Bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob ich die wirklich alle überhaupt hier besiegen kann. Das Handling von diesen Autos ist schrecklich. Die drehen sich mehr als ein Karussell. Leco mio. Bin ich schon wieder sonst wo. Wie gut, dass die Dinger sich selbst kaputt fahren. Okay, wir haben hier noch eine Karre. Mist. Mist, Monster Trucks. Die halten verdammt vor allem voll viel aus. Na komm schon. Wieso haben sie mir Jeeps gegeben? Jeeps sind echt das Letzte. Wo kommt er denn? Ich sehe ihn gar nicht. So. Alter, wir hatten das Licht ausgemacht. Oh nee. Fuck it. Nein, nein. Wo läufst du denn hin? Oh, Gott sei Dank, nochmal gerettet. Das ist doch ein Witz, ist das? Bam, tot. Was war denn mit dem Auto los? Ich habe gar nichts gemacht. Auf einmal musste ich aussteigen. Och Mann, das macht so keinen Spaß. Du musst diese Tür öffnen, bevor du ins Lagerhaus kannst. So geht es voran. Wenn ich das erfinde, warum ist es so kompliziert? Weil du ein komplizierter Mann bist und niemand versteht dich. Halt die Klappe, Barry. Ernsthaft. Das macht so keinen Spaß. Ständig ist hier irgendwas im Argen. So. Ist denn das so schwer? Ey, der kriegt mich immer. Ach, komm schon, du scheiß Dreckskarre. Fahr doch mal richtig. Weg hier, weg hier. Fahren wir mal im Kreis. So, auf ihn drauf gehupft. Ich bin ein Verrückter. Okay. Nutzen wir einfach mal das Tor. Hoffentlich können wir da reinfahren. Na, nimm das doch, du Dreckstyp, ey. Oh, ja. Die kommen aus dem Nichts, ey. Die ploppen hinter einem auf. Arr.
Du musst diese Tür öffnen, bevor du ins Lagerhaus kannst. Das habe ich mir schon wieder... So geht es voran. Wenn ich das erfinde, warum ist es so kompliziert? Ja, warum ist es so kompliziert? Weil du ein komplizierter Mann bist und niemand halt versteht dich. Warum nervt das alles? Warum sind das so alles so gute Fahrer hier? Das ist ein Stockcar-Rennen. Ein Stockcar-Rennen. Eine Todesfahrt. Komm schon. Nein, warum? Oh, verfluchte Scheiße. Mann, um Meter. Beiß dir nicht auf die Zunge, Herr! Du brauchst gleich reden, Alter. Dich verfolgt auch nicht so ein Wahnsinniger. Herr, du frierst dir verrückt ab! Wo ist der? Komm schon. Den kriegen wir auch noch fertig. Komm schon, lauf. Noch können wir hier einsteigen. Das war knapp. Geh weg. So. Ist jetzt Schicht im Schacht bei denen? Jetzt komm ich! Ich seh dich hier nicht, verdammter Barry. Ich hoffe, das war's mit den Autos, dass da nicht noch eins kommt. Allein diese ganzen Leute, die hier auf einen zustürmen, die nerven schon tierisch. Und dieses Handling von diesem Auto, das ist noch schrecklicher. So, Schluss. Ja, ich hab's benutzt. Jetzt mach mir bitte keine Probleme daraus. Okay. Wenn das einzige hier ist, das Problem bereitet, dann bin ich ja noch froh, dass ich hier drin bin. Hui. Okay. Steigen wir in das Auto und hoffen, dass hier nicht so viele Sachen rumfliegen. Wahrscheinlich noch auf jeden Fall diese Rolle da. Wie schwach ist denn bitteschön auch das Auto hier? Die Scheinwerfer. Ist ja meine Lampe besser. Komm schon, geh doch mal hinne. So. Überall diese Dunkelheit, das ist ja schrecklich. Okay. Wo ist das Ding denn hingeflogen? Oh, da. Gott sei Dank, das haben wir jetzt. So. War da die Dunkelheit steht direkt neben einem. So. Räum mich mal hier ein bisschen auf. In dem Schuppen.
Ich hoffe, das war's. Kann das nicht mal speichern? Kontrollpunkt und so ein Scheiß. Alan Wake macht mich jetzt in, hier in diesem Bonus-Ding macht mich das echt fertig. Wo komme ich denn hier raus? Ach, da. Okay, ich höre jetzt keinen Wecker. Rumticken oder sowas. Mal hier hochgegangen. Aber hier scheint nichts zu sein. Gibt uns mal die Gelegenheit, ein bisschen zu verschnaufen. Ein bisschen Ruhe. Weil hier ist ja alles Schlag auf Schlag. Das ist schon anstrengend teilweise, muss ich sagen. Sowas will man nicht jedes Mal hier haben, ne?